Die Inflation liegt mittlerweile bei unglaublichen 10%. Und während Aktien, ETFs, Immobilien und mehr immer mehr an Wert verlieren, so gibt es aktuell eine Anlageklasse, die weiter gute Erträge über dem Wert der Inflation liefert. Das sind P2P-Kredite. Wie ich aktuell die 10 besten Plattformen in Europa bewerte, erfährst du im neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, wie jedes Quartal habe ich auch dieses Mal die 10 besten P2P-Krediteplattformen in Europa miteinander verglichen und das anhand der folgenden 8 Kategorien, in denen man insgesamt 100 Punkte erzielen kann. Am Ende von diesem Video wirst du erfahren haben, wo alle Plattformen aktuell dastehen und wo bei wem welche Schwächen oder eben auch Stärken liegen. Gehen wir diese Kriterien als erstes mal kurz durch, wofür sie stehen, was sie aussagen und gehen dann direkt zur Bewertung der ersten Plattform über. Als erstes Kriterium haben wir das Alter. Je älter eine Plattform ist, desto besser ist das tendenziell, da es natürlich immer wieder neue Plattformen gibt, die einmal auftauchen, aber dann auch wieder ihren Betrieb einstellen. Und das wollen wir natürlich nicht als passive Investoren. Es geht hier ja um passives Einkommen und da wollen wir möglichst wenig für machen. Hier kann man also pro Jahr einen Punkt erzielen und maximal 5 Punkte. Danach kommen wir zu der Anzahl der Investoren, die auf der Plattform aktiv sind. Damit kann man tendenziell auch sehen, wie erwachsen eine Plattform bereits ist. Hier gibt es ab 50.000 Investoren die volle Punktzahl mit 5 Punkten. Davor gibt es pro 10.000 Investoren einen Punkt. Als drittes Kriterium haben wir den geprüften Jahresabschluss. Für uns als Investoren ist es natürlich wichtig zu wissen, dass die Zahlen stimmen einerseits und das sollte natürlich andererseits auch von einem Dritten bestätigt werden. Hierfür gibt es 10 Punkte. Danach zur Profitabilität. Wenn die Plattform profitabel ist, also jedes Jahr einen Gewinn erwirtschaftet, gibt es hier die volle Punktzahl und sonst eben keine Punkte. Dieses Kriterium ist besonders wichtig, da nur eine profitable Plattform eben auch langfristig operieren kann und wir sonst früher oder später irgendwo anders investieren müssen, wenn der Plattform das Geld ausgeht. Als nächstes kommen wir zur Regulierung. Immer mehr Plattformen in Europa werden vom Gesetzgeber reguliert und während sich ja manche sozusagen davor sträuben, nennen wir es mal so, so sind andere bereits reguliert und beugen sich dem. Das ist kein einfaches Unterfangen und während das nicht unbedingt die Sicherheit erhöht, so ist es trotzdem tendenziell eher als positiv zu werten und dafür gibt es 10 Punkte. Als nächstes geht es um die Funktionen auf Englisch Features und dabei gibt es für jede der folgenden Funktionen 5 Punkte. Als erstes haben wir da den Sekundärmarkt, wo du vorzeitig deine Kredite verkaufen oder eben auch kaufen kannst, wenn du möchtest. Danach haben wir den Autoinvest, mit dem du automatisiert und passiv dein Portfolio aufbauen kannst und nach den eigenen Kriterien eben investierst. Als nächstes sollte eine deutsche Übersetzung verfügbar sein und ein Steuerbericht zum Download zur Verfügung stehen. Als vorletztes kommt dann die Beständigkeit in der Krise, also wie die Zahlungsfähigkeit aussah und gegebenenfalls Ausfälle im Kreditportfolio. Und als letztes gehen wir noch auf das Wachstum und aktuelle Entwicklungen ein. Und wenn dir diese regelmäßigen Updates gefallen, lass mir doch als schnelle und einfache Unterstützung für die ganze Arbeit hier ein Like und Abo da, wenn es dir gefällt. Legen wir also direkt mit der ersten Plattform los und das ist Estate Guru. Hier kannst du in Immobilienkredite mit 11 bis 12% Zinsen pro Jahr aktuell investieren und hast eine erstrangige Absicherung der jeweiligen Immobilie, die du eben finanzierst. Das heißt, falls der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, wird die Immobilie für dich versteigert und du als erstes aus den Erträgen daraus bezahlt. Da das Beleihungsverhältnis im Englischen Loan-to-Value genannt bei 70% liegt, waren die Rückholungen bisher sehr zufriedenstellend und trotz Ausfall mit einer guten Rendite eben für die Investoren versehen. Meinen ganzen Erfahrungsbericht zu Estate Guru findest du auch hier in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Vergleich zum letzten Rating hat sich nicht viel bei den ersten Kriterien hier bei Estate Guru verändert. Die Plattform erzielt immer noch die höchstmögliche Anzahl an Punkten beim Alter mit mehr als 8 Jahren und auch bei den Investoren gibt es die volle Punktzahl mit mehr als 150.000 Investoren mittlerweile. Der Jahresabschluss ist geprüft, aber Estate Guru selbst ist nicht profitabel, sondern hat einen Verlust von 2,1 Millionen Euro letztes Jahr verbuchen müssen, da sie stark ins Wachstum investiert haben und unter anderem den Posten der Personalkosten mehr als verdoppelt haben, wie wir hier sehen können. Ich mache mir deswegen keine Sorgen, da das Wachstum eben stimmt, aber es muss erwähnt werden, dass hier ein ziemlich großer Verlust vorliegt. Danach ist Estate Guru sowohl in Lettland, Finnland als auch in Deutschland registriert und wird hier von den jeweiligen Behörden überwacht. Darüber hinaus finden Investoren alle Features, die man so braucht. Mit dem neuen Autoinvest kann man auch nochmal deutlich besser einstellen, welche Kredite man eigentlich kaufen möchte und welche nicht.
Und in der Corona-Krise war Estate Guru sehr stabil, was eben die Erträge angeht und hat den Investoren gute Renditen beschert. Und mit einer neuen Rezession in Europa und der Zinsanhebung durch die EZB steht jetzt die nächste große Herausforderung für den Immobilienmarkt und auch damit Estate Guru bevor. Bisher hat Estate Guru das aber sehr gut gemacht und das spiegelt sich eben auch in den aktuellsten Zahlen der Rückholung wider. Hier sind drei Aspekte von mir markiert worden. Als erstes sehen wir hier die Kreditausfallrate, die mit 8,4% vom Gesamtportfolio etwas zu hoch liegt. Idealerweise sollte hier ein Wert von unter 5% stehen. Trotzdem sind wir weiter unten in der zweiten roten Box, da bei den ausgefallenen Krediten, ja bei der Rückholung, trotzdem noch bei einer Rendite von 9,2% für Anleger. Das heißt, ging deine Immobilie in die Insolvenz, hast du trotzdem noch 9,2% Rendite im Schnitt gemacht und das eben mit durchschnittlich 10,7 Monaten Dauer. Wenn man das hört, mögen diese Zahlen vielleicht verunsichern, aber ohne Risiko gibt es eben auch keine Rendite und das gilt sozusagen immer. Und wie wir hier sehen, gibt es dann eben trotzdem eine langfristig gute Rendite, trotz der Ausfälle, die vorkommen, dank eben der erstrangigen Sicherheit und der niedrigen Beleihungsquote, die man bei Estate Guru vorfindet. Und nun zum letzten Kriterium, dem Wachstum und aktuellen Entwicklungen. Ich habe bemerkt, dass weniger Kredite pro Monat momentan finanziert werden, als das letztes Jahr zu dieser Zeit der Fall war und das Wachstum eben nicht mehr so stark ist. Das ist angesichts der aktuellen Lage aber vielleicht gar nicht so verkehrt, sondern vielmehr richtig. Und so gibt es hier von mir 15 Punkte und insgesamt 85 Punkte für Estate Guru. Ein Link zur Plattform mit Bonus für dich, den du sonst eben nicht bekommst, findest du unten in der Videobeschreibung, wie auch zu allen anderen Plattformen, über die wir heute sprechen, jeweils unten in der Videobeschreibung. Danach kommen wir zu Bondora, dem ja fast schon gefallenen Stern am P2P-Himmel, hätte ich jetzt fast gesagt, da sie für neue Investoren die Rendite bei ihrem beliebtesten Produkt Go and Grow von 6,75 auf 4% gesenkt haben, da sie trotz einem starken Anstieg der Investoren und neuer Gelder ihr Kreditportfolio nicht in den letzten 2 Jahren ausgeweitet haben und sogar weniger Kredite jeden Monat finanzieren als noch vor Corona mit aktuell gerade mal 12 Millionen Euro pro Monat. Vor der Krise waren es etwa 20 Millionen. Dieser Fehler hat sich jetzt gerecht und deswegen empfehle ich Bondora nicht mehr zum Investieren, da nicht nur nach Abzug der Inflation eine stark negative Rendite von aktuell minus 6% pro Jahr erzielt wird, vor Steuern, sondern das Management die vergangenen Fehler ja noch nicht korrigiert hat und immer noch nicht ins Wachstum investiert hat, obwohl es eben dringend nötig wäre. Dementsprechend halte ich auch die Bewertung kurz und knapp und insgesamt gibt es hier noch 75 Punkte, die allerdings mit Vorsicht zu genießen sind. Und wenn du mehr zu Bondora erfahren willst oder trotzdem mit 4% Rendite pro Jahr investieren möchtest, die dir täglich gut geschrieben werden, dann klick unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's jetzt mit Via Invest, die eine alteingesessene P2P-Krediteplattform der Via SMS-Gruppe sind und deren Kredite mit 13% Rendite anbieten, wie wir auch hier sehen, mit einem halben Jahr Laufzeit, was auch genau in mein Schema ehrlicherweise passt, von hochverzinsten und relativ kurz laufenden Krediten. Dabei wurde Via Invest 2016 gegründet und hat rund 31.000 Investoren. Weiter wurde letztes Jahr ein Gewinn von der Mutter von 2,2 Millionen Euro erzielt, Via SMS-Gruppe heißt diese, nachdem 2020 noch ein leichter Verlust stand. Diese Zahlen sind aber noch nicht geprüft, ich verstehe nicht ganz warum, aber diese wurden für alle vergangenen Jahre geprüft. Ich denke, das wird dieses Jahr auch wieder. Weiter sind alle Features verfügbar, bis auf den Sekundärmarkt und die Beständigkeit in der Krise ist sehr gut gewesen. Es gab hier keine Probleme in der Krise, alles wurde pünktlich bezahlt und das hat auch damit zu tun, dass die Via SMS-Gruppe nur in europäischen Ländern aktiv ist und zum Beispiel nicht in Russland wie einige Konkurrenten. Das zahlt sich jetzt eben aus und die Summe der finanzierten Kredite steigt hier, auch wenn der Wechsel von Krediten auf anders regulierte Kreditpakete einen starken Abfall hier verursacht hat beim Kreditvolumen, das monatlich erzeugt wird. Aber jetzt aktuell wird das wieder aufgefangen und so laufen aktuell 4,8 Millionen Euro an neuen Krediten monatlich über Via Invest. Für mich sind sie einer der stärksten Profiteure der Krise, bekommen hier 83 Punkte und so werde ich hier auch demnächst mehr investieren. Wenn du mehr zu Via Invest erfahren willst, schau in meinen Erfahrungsbericht hier und klick den Link unten in der Videobeschreibung für einen Bonus bei der Anmeldung. Danach kommen wir zu Lande. Das ist eine Plattform, die ich vor kurzem ins Portfolio aufgenommen habe und zu der ich auch in den nächsten Wochen einen eigenen Erfahrungsbericht drehen werde. Lande ist interessant, da hier im Gegensatz zu den meisten P2P-Krediteplattformen kein Konsum oder keine Immobilie finanziert
finanziert wird, sondern Kredite an Bauern, damit diese Felder und Maschinen sich finanzieren können. Und das ist für mich aktuell sehr interessant bei 11-12% Zinsen, die man hier so bekommt. Hier hat man auch einen niedrigen Beleihungswert, was in dem Fall sehr wichtig ist. In diesem Fall sind es hier zum Beispiel 54%, da der Bauer als Kreditnehmer eine landwirtschaftliche Maschine und Vieh als Sicherheit bei Lande hinterlegt hat, die eben bei Zahlungsverzug gepfändet und verkauft werden können. Dabei ist die Plattform noch relativ jung, erst 3 Jahre alt und hat nur ein paar tausend Investoren vorzuweisen. Es handelt sich hier wirklich um einen Newcomer und trotzdem ist dieser laut der letzten Gewinn- und Verlustrechnung profitabel, allerdings sind diese Zahlen nicht geprüft. Weiter will die Plattform nach den Crowdfunding-Regeln der EU reguliert werden, aber befindet sich noch im Prozess davon und ist es eben noch nicht. Darüber hinaus gibt es alle Features, die man als Investor so sehen möchte und während es noch keine Kreditausfälle im Portfolio hier gab in der Krise, so muss man trotzdem bedenken, dass die Plattform noch relativ jung ist und zu Anfang der Krise eben noch kein großes Portfolio aufgebaut hatte, was dann eben ausfallen könnte. Dementsprechend ist die Aussage von 0 Euro Kreditausfällen mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem ist das natürlich an sich sehr gut für die 3 Jahre, die es Lande jetzt gibt und zeigt mal, dass das Team hier sauber gearbeitet hat und nicht Kredite an jeden vergibt, sondern nur wirklich an die guten Kreditnehmer. Gleiches gilt beim Wachstum, das ist auf jeden Fall gegeben, aber die Plattform ist halt noch relativ jung. Insgesamt sind das 64 Punkte für mich und in der Videobeschreibung gibt es wie immer den Bonuslink, falls das für dich interessant klingt. Weiter geht's jetzt mit Mintos. Mintos hat keine gute Entwicklung in den letzten 2 Jahren hinter sich gebracht, wie ich in diesem Video hier vor kurzem erst erklärt habe, indem ich mal ausführlich auf die Kreditausfälle bei Mintos eingegangen bin und wie viel Investoren eben noch durchschnittlich bei Kreditnehmern erhalten haben, die in die Pleite gegangen sind. Trotzdem ist Mintos weiter die größte Plattform für P2P-Kredite in Europa, das muss man sagen, auf der man eben in Konsumkredite aus der ganzen Welt mit 10-16% Zinsen investieren kann. Mintos wurde 2015 gegründet, hat knapp 500.000 Investoren und ist riesig im Bereich P2P-Kredite. Hier liegt auch ein von KPMG geprüfter Jahresabschluss vor, allerdings mit einem saftigen Verlust von 2,5 Millionen Euro letztes Jahr. Mintos ist ebenfalls reguliert und hat die sogenannten Schuldverschreibungspakete eingeführt und alle Features, die man als Investor so braucht, sind hier auch vorhanden. Für die Beständigkeit in der Krise bekommen sie von mir 15 Punkte, da sie trotz extremer Belastungen erst durch Corona und jetzt eben durch Russland, wo viele der Kreditgeber ihre Schulden aufgrund der Sanktionen, aufgrund der SWIFT-Sanktionen im Speziellen, nicht bezahlen konnten. Und so sind viele Investoren am Ende aber unzufrieden, da hier zu viele Kreditgeber in der letzten Zeit ausgefallen sind. Obwohl es hier eben zweistellige Zinsen gab, kamen einige nur mit plus minus null hier raus oder einer kleinen einstelligen Rendite. Mintos hat dadurch aktuell nur etwa 350 Millionen Euro an Krediten, die auf der Plattform aktuell finanziert sind. Und vor der Krise 2020 war es eben noch das Doppelte, 700 Millionen. Insgesamt gibt das so für mich 70 Punkte. Und wer mehr zu Mintos erfahren will, klickt in der Videobeschreibung. Dort gibt es natürlich auch einen Bonus- und Erfahrungsbericht. Weiter mit Monsera. Hier investierst du in Kredite der Platzett Group mit einer niedrigen Verzinsung von 6-7%. Die Platzett Gruppe ist auch auf Mintos aktiv und hat seit 2020 eben ihre eigene Plattform Monsera. Hier sind noch nicht so viele Investoren aktiv, aber dafür hat die Mutter Platzett Group eben geprüfte Jahresabschlüsse mit starken Profiten, muss man sagen, von rund 3,4 Millionen Euro letztes Jahr. Und bei Plattformen mit nur einem Kreditgeber kommt es eben nur auf die Muttergesellschaft an. Und hier sieht das eben sehr gut aus, auch im Jahr davor. Weiter hat die Plattform alle Features außer dem Sekundärmarkt, die man so braucht, und ist sehr gut durch die Krise gekommen. Hier gab es keinerlei Ausfälle für Investoren. Leider gibt es hier aber gar kein Wachstum, muss man sagen, bei den Investoren und dem Kreditvolumen auch kaum. Sehr wahrscheinlich, weil die niedrigen Zinsen unterhalb der Inflation und auch nur mit sehr langen Laufzeiten angeboten werden. Das macht das Angebot natürlich unattraktiv für viele, auch für mich. Und insgesamt sind das 68 Punkte. Weiter geht's jetzt mit Twino. Twino ist eine alte, aber sehr stabile P2P-Kredite-Plattform, die seit 2009 existiert und mehr als 58.000 Investoren hat, die in Konsumkredite
Rendite mit 12% Zinsen investieren und auf einem Jahr Laufzeit. Die Twino-Gruppe, der eben auch Twino angehört, die hat geprüfte Jahresabschlüsse und letztes Jahr einen schönen Gewinn von 3,5 Millionen Euro erzielt, der auch geprüft ist. Weiter hat die Plattform alle Features, die man so braucht, und sie sind ja gut durch die Krise gekommen, aber rund 25% der Kredite sind aktuell verzögert und das ist schon ziemlich viel. Sie wachsen aktuell nur langsam, aber sind eine solide Plattform, muss man sagen. Insgesamt gibt das für mich 75 Punkte. Als nächstes kommen wir zu PeerBerry, wo man in Konsumkredite der Aventus-Gruppe mit aktuell 11% Zinsen nur noch investieren kann. Dabei wurde PeerBerry 2017 gegründet und hat mehr als 60.000 Investoren. Allerdings habe ich auch ein großes Problem mit der Plattform selbst und ja, das ist eben die sogenannte Aventus-Gruppe von Kreditgebern, die rund 78% aller Kredite hier ausmacht und keine richtige Gruppe ist, über keinen Jahresabschluss für die Gruppe verfügt und erst recht keinen geprüften Jahresabschluss eben. Und so muss man theoretisch mehr als 15 einzelne Jahresabschlüsse durchlesen, wenn man erfahren möchte, wie diese Gruppe, die keine ist, finanziell eben dasteht. Das geht für mich gar nicht und so gibt es hier zweimal 0 Punkte. Und da die Plattform sich erst regulieren lassen wollte und dann scheinbar von Litauen nach Kroatien geflüchtet ist, um sie zu umgehen, diese Regulierung, gibt es hier ebenfalls 0 Punkte. Bis auf den Sekundärmarkt gibt es dann aber auch alle Features, die man so braucht. Und in der Krise waren sie stark und zahlen aktuell auch sehr schnell die ausgefallenen Kredite aus der Ukraine zurück, wo eben auch die Aventus-Gruppe aktiv war. Insgesamt sind das 65 Punkte für mich. Damit kommen wir zu Income Marketplace und hier kann man in Konsumkredite mit 12-15% Zinsen investieren und das bei kurzen Laufzeiten. Gleichzeitig kann das Kreditportfolio gepfändet werden, wenn der Kreditgeber seine Schulden nicht rechtzeitig begleicht und das ist für mich eine der attraktivsten Newcomer hier im P2P-Kreditebereich Income Marketplace. Und gegründet wurde dieser Marktplatz eben 2020 und hat mittlerweile rund 4000 Investoren. Hier ist noch kein Geschäftsbericht vorhanden und dementsprechend gibt es hier leider zweimal 0 Punkte, aber das sollte bald ja besser aussehen. Auch ist die Plattform nicht reguliert, aber wird es in ein paar Monaten sehr wahrscheinlich schon sein. Schauen wir mal. Zudem haben sie alle Features, die man so braucht, bis auf den Sekundärmarkt, der bisher fehlt. Hier wurde mir auf Nachfrage gesagt, dass dieser bald kommen soll, aber erstmal an der Akquise von neuen Kreditgebern gearbeitet wird, dass das eben wichtiger für sie ist. Davon hat Income mittlerweile einige bekommen und das läuft aktuell ja wie geschmiert, muss man sagen, und die Plattform verzeichnet ein gutes Wachstum. Für detaillierte Infos kannst du dir gerne meinen Erfahrungsbericht hier in der Infokarte anschauen, den ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Insgesamt sind das nur 58 Punkte und das hat natürlich ja an vielen Ecken und Enden mit dem jungen Alter der Plattform zu tun. Ich glaube, das wird in den nächsten Monaten und Jahren noch deutlich besser. Deswegen sind sie jetzt nicht unbedingt schlechter, aber mit dem jüngeren Alter kommt eben ein etwas höheres Risiko und ich finde, das Rating spiegelt das ziemlich gut wider. Als letztes kommen wir jetzt zu Swapper und hier kannst du in Konsumkredite mit 14-16% Zinsen pro Jahr investieren. Und Swapper wurde 2016 gegründet, ist also ziemlich alt für den P2P-Kreditebereich und hat rund 5000 Investoren. Die Plattform ist über die Jahre nicht so stark gewachsen, aber hat sehr gute Renditen abgeliefert, ehrlicherweise. Das Problem bei Swapper besteht allerdings darin, dass man hier in eine Art Blackbox investiert, bei der man nicht weiß, was eben innen drin genau passiert, da die Jahresabschlüsse der Muttergesellschaft OneDo Finance nicht öffentlich gemacht werden. Das ist ein großes Problem. Auch ist die Plattform aktuell nicht reguliert, aber hat alle Features, die man so als Investor braucht. In der Krise hat Swapper sehr gut funktioniert und was auch immer sie hinter den Kulissen machen, wir wissen es ja nicht, sie machen es seit 6 Jahren sehr gut für ihre Investoren und alle wurden pünktlich bezahlt und haben sehr hohe Zinsen ohne Ausfälle bekommen. Das Wachstum ist aber in jedem Fall gegeben und monatlich werden hier 8 Millionen Euro an Krediten finanziert. Für mich ist das Ganze aber trotzdem ein bisschen heiß, ich investiere hier nicht zu viel. Insgesamt sind das 61 Punkte für mich. Die zwei russischen Kreditgeber, Quiku und Robocash, gibt es auch noch, aber da ein großer Teil ihres Geschäfts eben in Russland stattfindet, habe ich sie aus diesem Rating hier ausgeschlossen, aber die Punkteangaben findest du trotzdem mal hier. Ziehen wir damit mal ein Fazit. Auf Platz 1 landet wieder Estate Guru mit 90 Punkten, danach folgt dann Via Invest auf Platz 2 mit 83 Punkten, die stark zugelegt haben. Und Platz 3 wird geteilt von Bondora und Twino, die beide jeweils 75 Punkte erzielen konnten. Die weiterführenden Links und Boni befinden sich zu allen Plattformen, wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Und sag mir auch mal gerne unten in den Kommentaren, ob du die Plattform ähnlich oder ganz anders bewerten würdest. Ich freue mich auf den Austausch.
Danach kommen wir zu Mintos, die damit Platz 5 belegen. Und danach folgen Monsera, Peerberry und Lande als Newcomer, ForSwapper und schließlich dem Income Marketplace. Wie eben erwähnt, habe ich die Kreditgeber mit einem sehr hohen Russlandanteil hier ausgeschlossen, aber du kannst dich natürlich trotzdem für sie entscheiden, das ist deine Entscheidung. Für mich persönlich sind die Risiken hier im Vergleich ja zur sehr ähnlichen Rendite ehrlicherweise der europäischen Plattformen aber viel zu hoch, also Risiko und Rendite passen für mich nicht. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein, lass mir ein Abo da für mehr und damit wünsche ich dir jetzt eine gute Rendite, bis zum nächsten Mal.